Och, ich wollte doch einfach nur in Ruhe Computer spielen. Nein, natürlich wollte ich nicht eine halbe Stunde vor dem globalen Klimastreik Spiele spielen, also bitte. Ja, ich glaube, ihr wisst, was für ein Tag heute ist, nämlich Dienstag. Natürlich ist heute Freitag und deshalb steht heute mal wieder eine Demo an, zu der ich mal wieder meine Kamera mitnehme. Ich hoffe wirklich, dass heute, wo Feiertag ist, keiner mehr die Ausrede hat, ich muss in die Schule gehen oder sonst was, sondern dass wirklich jeder, der sich fürs Klima interessiert, heute kommt. Und ich glaube, weil nach 6 Vlogs langsam mal jeder kapiert hat, was Fridays for Future ist, können wir das Ganze heute einfach mal ohne Erklärung stehen lassen und wir gehen gleich mit nur einem Cut, ich bin nämlich Zauberer, rüber zum Theaterplatz. Oh, heilige Gucci-Tasche. Was willst du von mir? Bring mich bitte zum Goetheplatz. Du musst zum Theaterplatz, du alte sonst wie Schachtel. Ah, da bist du. Und damit ist die Demo dann auch schon eröffnet. Ich bin gerade gefühlt der glücklichste Mensch auf Erden, dass das alles so geklappt hat. Ich glaube, wir waren noch nie so viele Menschen jemals in Weimar auf einer Demonstration fürs Klima und das ist richtig krass. Macht mal Lärm für euch selbst! In genau einer Woche, am 27. ist in Erfurt ein großer Zentralstreik. Entschuldigung. Und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, dazu zu kommen und mit uns zu demonstrieren. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Leute da sind. Vielen Dank. Unter anderem das Recht auf Freizeit, auf ein Recht auf Bildung oder das Recht auf eine Identität. Dieses Kinderrechtsregelwerk gilt für alle Kinder weltweit. Ganz gleich, wo sie leben, welche Hautfarbe sie haben oder welche Religion oder welches Geschlecht. Für alle. Und nun stehen wir hier und fordern ein Recht auf eine lebenswerte Zukunft. Es geht einfach um unsere Zukunft. Unseres Planeten, es geht um Gerechtigkeit, es geht darum, dass jeder auch weiterhin eine Arbeit haben muss, von der er leben kann. Und das müssen wir alles regeln. Dafür brauchen wir ein tragfähiges Gesamtkonzept. Im April hat Fridays for Future 6 Forderungen an die Politik formuliert. Bis heute wurde keine einzige davon umgesetzt. Und kein einziges Gramm CO2 eingespart. Das ist beschämend. Aber der Regierung fehlt der Mut, wirkliche Lösungen anzubieten und wirkliche Lösungen zu erarbeiten, weil die Wirtschaft immer erzählt, dass dann unser ganzes tolles Leben kaputt ist. Die gesamte Gesellschaft hat noch nie so dahinter gestanden wie heute, weil wir langsam aber sicher begreifen, dass das Klima unsere Lebensgrundlage ist. Und das zeigen wir auch hier mit unserem größten Streik in Weimar, den wir bisher hatten. Es ist nichts passiert und das ist einfach nur traurig. Wir haben bald wieder Landtagswahlen und es ist schrecklich wichtig, dass wir da auch wieder Parteien bekommen, die einfach was für den Klimawandel tun und etwas für unsere Welt tun. Gegen den Klimawandel. Ihr wisst, was ich meine. Also redet mit den Erwachsenen und fragt sie, wenn sie selbst nicht wählen gehen wollen, ob sie euch ihre Stimme schenken können. Das ist super wichtig. Freunde. Wir beruhigen uns jetzt alle mal und werden ganz leise. Hört ihr das? Was gleich kommt, da brauchen wir ganz viel Energie, also beruhigen wir uns. Wer nicht kämpft, der ist für Kohle! 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 Wo werden täglich Unmengen an Ressourcen für Produktion und Waren und Dienstleistungen verbraucht? Wer erzählt den Leuten seit Jahrzehnten, dass sie nur durch Konsum glücklich werden? Auf wen schauen alle wie gebannt und tun alles, damit es ihnen gut geht? Genau, es ist die Wirtschaft. Bei Entrepreneurs for Future haben sich solche Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengeschlossen, die in eine nachhaltige wirtschaftliche Zukunft aufbrechen wollen. Wir wollen gemeinsam mit den SchülerInnen, Eltern, WissenschaftlerInnen und der gesamten Gesellschaft dafür kämpfen, dass unsere natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen nicht weiter zerstört werden. Wir wollen nicht nur reden, wir wollen handeln. Wirtschaft muss ihr Selbstverständnis ändern. Sie sollte wieder das tun, wozu sie eigentlich da ist, nämlich allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und sie muss sehr, sehr viel nachhaltiger werden.
Dafür brauchen wir allerdings Unterstützung von der Politik. Die sehen wir allerdings gerade nicht und ich glaube auch nicht, dass das Klimakabinett sie uns heute bescheren wird. Raus aus der Kohle, raus aus Atom, zügiger Ausbau der Erneuerbaren. Wir fordern ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz, das dafür sorgt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreichen. Bei allem, was in Weimar getan wird. Weimar soll endlich den Klimanotstand ausrufen. Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn ihr heute hier seid, schließt euch uns an. Entrepreneurs for Future, da drüben stehen wir. Wir treffen uns das nächste Mal am 2.10. um 19 Uhr im ACC. Gleich geht der Demozug los. Ich glaube, ich muss richtig nah ans Mikrofon, damit man mich hört. Mann, dann sieht man mich nicht mehr gut. Ich brauche ein externes Mikrofon. Wenn mir jemand eins schenken will, dann nehme ich es gerne an. Ich biete 0 Euro für 1 Cent. Ich glaube, wenn wir hier wieder ankommen, sind die Letzten noch hier. Einfach so eine Schlange durch die ganze Stadt. Julian will nicht gesehen werden, sagen wir es so. Es gibt kein Recht auf Kohle, Burger, Fahrrad. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Climate Justice, now! Was ist das? Das ist einfach nur... Das ist ganz Weimar. Kohle, stopp! Hop, hop, hop! Hoch mit dem Umweltschutz, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Umweltschutz, runter mit der Kohle! Die Demo ist einfach so groß, man hört nicht, was hinten passiert. Es gibt kein Recht auf SUV-Fahren! Die biegen einfach dort hinten immer noch ab gerade. Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein! Julian, warum singst du eigentlich alleine immer? We are unstoppable, another world is possible. Power! 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 Power to the people! People got the power! Tell me, can you feel it? Stronger by the hour! Oh, oh, oh! Oh, ich bin so dumm. Es tut mir leid. Mutter Erde, es tut mir leid, dass du alles gibst, alles geben musst. Alles versuchst, um dein egoistisches Kind wachzurütteln. Ihm zu zeigen, dass es ohne deine Brust nicht überleben kann. Es ist nicht groß genug, um allein klarzukommen. Sich ein Leben ohne deine schützende Hand über ihm aufzubauen. Es ist noch nicht schlau genug, um zu sehen, dass es mit jedem Schluck deiner warmen Milch auch einen Teil von dir nimmt. Dein Kind ist nicht genügsam. Nimmersatt stromert es umher, um noch etwas zu finden, was es sich einverleiben und dir nehmen kann. Eigentlich funktioniert es ja auch so. Die Mutter kümmert sich um ihr Kind, bis es alleine laufen, sprechen und Entscheidungen treffen kann. Und wenn es selbst erwachsen ist und seine Mutter alt und grau, so gibt es ihr die Liebe zurück, die ihm einst geschenkt wurde. Und kümmert sich um seine gebrechliche Mutter. Nur dein Kind ist nicht erwachsen. Egal wie viele Jahre du ihm gibst, es lernt nicht dazu. Dankeschön. Und zwar werden wir irgendwann alle draufgehen. Und deswegen würde ich euch bitten, euch jetzt alle mal hinzulegen. Stellt euch tot! Insekt. Todesinsekt. Insekt. Todesinsekt. Ja, ich. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Leute, lasst das Klotzen sein. Reiht euch in die Demo ein. Es gibt kein Recht. Auf Kohle-Bagger-Fahrer! Denn in einem Monat, am 27.10., sind Landtagswahlen und wir können es nicht zulassen, dass Parteien, die den Klimawandel leugnen, wie die AfD, so viele Plätze bekommen, dass sie die Pläne durchkreuzen, die unsere Erde retten. Wer nicht schifft, der ist für Kohle. Wer nicht schifft, der ist für Kohle. Wer nicht schifft.
So, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern mal wieder keine Abmoderation gedreht. Und ich möchte mal sagen, dass es wirklich richtig überwältigend war. Es waren irgendwie 1500 Leute oder so gestern auf der Demo. Und das ist bestimmt doppelt so viel als bei der letzten Weltklimademo. Und in anderen Städten in Erfurt und Jena waren ja nochmal doppelt so viele Leute wie bei uns. Also war im Prinzip gestern jeder 50. Weimarer mindestens zur Demo. Und darunter auch ziemlich viele Erwachsene, obwohl ja eigentlich Fridays for Future eher von den Kindern ausgeht. Kindern. Diese Demo gestern hat gezeigt, dass Fridays for Future nicht nur ein Grund zum Schwänzen für uns ist, sondern dass es wirklich richtig, richtig vielen Menschen sehr, sehr wichtig ist. In Berlin waren 200.000 auf der Straße. Und wenn man sich überlegt, wie das Ganze angefangen hat, dann können wir echt stolz sein auf das, was wir schon in der Gesellschaft erreicht haben. Also Daumen nach oben, abonnieren, Glocke an und auf jeden Fall auch wieder zur nächsten Demo kommen. Sei es der Klimastreik nächsten Freitag in Erfurt oder die nächste Fridays for Future Demo in Weimar in 2 Wochen. So, da möchte ich als letztes nochmal kurz sagen, dass nächste Woche wahrscheinlich mal wieder kein Video auf meinem Kanal kommt, weil am Freitag FIFA 20 rauskommt. Und das nimmt mir die Zeit weg, da kann ich nichts dafür. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.